Ja, hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Jörg Dechert von der Hela Bar und möchte Sie heute ein bisschen mit auf eine Reise nehmen im Thema Gold und insbesondere, warum ist Gold im Vermögensaufbau, in der Anlage heute, gerade heute, so wichtig. Kommen Sie einfach mit auf meine kleine Goldreise. Ja, meine Damen und Herren, und hier der erste wichtige Punkt im Thema Goldanlage. Gold ist ein Produkt in der Vermögensanlage, was nicht reproduzierbar ist. Wir können Gold nicht vermehren. Wir haben es schon oft genug probiert, außer Porzellan ist bis jetzt noch nichts dabei rausgekommen. Und das ist auch ganz wichtig bei der Preisentwicklung in den nächsten Jahren. Wir haben nur das Gold, was auf dieser Erde vorrätig ist. Und deshalb bin ich auch fest der Meinung, dass wenn wir an das Ende der Minen kommen, wird der Preis auf jeden Fall steigen, weil es nicht reproduzierbar ist. Dann werfen wir doch mal einen Blick in unseren Tresor. Ja, und hier möchte ich Ihnen gerne den nächsten positiven Punkt der Goldanlage vorstellen, Inflationsschutz. Zumindest Teile des Preises eines Goldbarrens sind über die Produktionskosten inflationsgeschützt, denn wir müssen sehen, dass der Baggerfahrer in Südafrika oder die Mitarbeitenden in den Scheideanstalten natürlich Lohnkosten hervorrufen. Es gibt Betriebsvermögen, was finanziert werden muss. Und diese Produktionskosten steigen von Jahr zu Jahr. Auch dieser Inflationsschutz im Thema Goldpreis hilft Ihnen bei der Goldanlage, denn unter die Produktionskosten kann der Goldpreis kaum fallen. Denn wer würde denn Gold verkaufen unterhalb seiner Produktionskosten? Also, bitte denken Sie auch dran, da ist eine gewisse Sicherung für Sie da und es besteht der Inflationsschutz, zumindest für Teile des gesamten Goldpreises. Ja, meine Damen und Herren, hier Goldmünzen, Goldbarren, wohl das wichtigste Anlagemodell im Goldplan, die Barren. Es ist ganz wichtig auch zu wissen, dass man mit einer physischen Goldanlage sein Vermögensportfolio diversifiziert, also neu zusammensetzt mit einer Beimischung neben den Aktien, neben den Renten, neben den Immobilien auch den Sachwert Gold mit reinnimmt ins Portfolio und damit sein Risiko streut und damit auch eine Risikominimierung herbeiführt. Außerdem ist es wichtig, bei Gold auch zu wissen, dass es keine Korrelation gibt zu anderen Anlagetypen. Es gibt keine Korrelation zur Aktie oder zum Renten- oder zum Geldmarktfonds. Gold hat einen eigenen Kursverlauf, der gerade in Krisenzeiten auch die anderen Anlagetypen, die vielleicht nicht so gut abschneiden im Kursverlauf, abzusichern. Ja, am Ende unserer kurzen Goldreise nun das Thema Steuern. Es ist mir ganz wichtig, dass wir in diesem Thema auch zwei wichtige Aspekte Ihnen vermitteln. Das eine ist, beim Kauf fällt nach § 25 Umsatzsteuergesetz keine Umsatzsteuer oder bekannter unter dem Namen Mehrwertsteuer an. Gold können Sie kaufen zum aktuellen Tagespreis ohne Umsatzsteuer. Und das zweite Thema, was auch wichtig ist in einer Anlage, ist, Gold ist wirklich das einzige Anlageprodukt, was Sie in Deutschland nach 12 Monaten Haltedauer auch steuerfrei, also Steuer von der Einkommenssteuer befreit, wieder verkaufen können. Jeglicher Kursgewinn nach 12 Monaten ist steuerfrei. Ja, und das war es auch schon mit unserer kleinen Reise durch das Anlageprodukt Gold. Ganz wichtig nochmal, bedenken Sie, Gold ist nicht reproduzierbar. Gold hat einen gewissen Inflationsschutz. Gold ist wichtig für eine Portfoliostruktur und Gold hat keine Korrelation zu irgendwelchen anderen Anlageprodukten und hat natürlich auch Vorteile in der steuerlichen, untersteuerlichen Gesichtspunkten. Ja, und wenn Sie weitergehende Fragen haben zum Thema Gold als Anlageprodukt, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre Sparkasse vor Ort.